Hallo meine lieben Freunde, vielleicht habt ihr schon vom Beitrag Männerwelten von Joko und Klaas gehört, der lief bei ProSieben, 15-minütiger Beitrag, der dem alltäglichen Sexismus bis hin zu Vergewaltigungen von Frauen im Alltag das adressiert. Und ich habe gestern in meinem Livestream zum ersten Mal dieses Video gesehen, habe eine Reaction sozusagen dazu zusammen mit meinen Zuschauern gemacht und die wollte ich euch eigentlich hier gesondert nochmal darstellen. Jetzt hat dummerweise Studio 71 das Video weggestrikt, was ich halt ultra sinnlos finde, wenn man drüber nachdenkt, dass es um die Message geht und nicht um die Frage, wer hat welche Rechte woran. Deswegen kann ich euch die Live-Reaktion nicht zeigen, aber das Gespräch bzw. die Intentionen, die ich danach geäußert habe, beziehungsweise die Gedanken, die ich danach geäußert habe, die kann ich euch durchaus zeigen und das möchte ich jetzt einfach mal machen, weil ich glaube, dass es tatsächlich ziemlich wichtig ist, darüber zu sprechen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut es euch bitte im Vorfeld an, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht und worauf ich mich da beziehe. Ich werde das so zusammenschneiden, dass man sozusagen an den Stellen, wo ich es pausiere, auch meine Aussagen dazu bekommt und sag mal, die Inhalte dieses Beitrags dazwischen, die kennt ihr ja dann, falls ihr den Beitrag schon mal gesehen habt. So, und jetzt gehen wir mal in das Video rein. Diese ganze Dickpick-Geschichte, ne? Warum? Jetzt mal auch an uns männliche Stream-Teilnehmende. Warum? Was bringt das? Was gibt es euch, beziehungsweise was denkt ihr, was es im Endeffekt den Betrachtenden bringt? Also ich meine, es sieht nicht gut aus. In keiner Perspektive kann man das irgendwie gut fotografieren. Da wird doch niemand sofort sagen, boah, was ein Schwanz, ich muss da sofort drauf. Also ich meine, denkt man sich sowas, dass das so einfach geht? So? Ich habe es noch nie so richtig verstanden. Noch nie. Also übrigens kriegt man das tatsächlich auch von Frauen in dieser Art. Also kein Dickpick. Ne? Aber ich versuche mich da jetzt gerade reinzuversetzen in die Situation. Okay, ich sehe da jetzt ein random Video von irgendeiner, die irgendwas macht. Moderatorin, Sportlerin, was auch immer. Wieso kommen Menschen auf die Idee, dabei an Sex zu denken? Oder an irgendwelche Fantasien mit dieser Person? Ist das normal für in manchen Realitäten, bei manchen Menschen, gedanklich, dass sie, keine Ahnung, so fixiert sind auf das Thema, dass sie unbefriedigt sind, dass sie, ich weiß es nicht, was ist der psychologische Hintergrund dessen, dass man so etwas auch noch postet? Geht es da irgendwie um Anerkennung? Denkt man, das ist da so eine Art von, ich weiß nicht, also so eine Art von Respektbekundung von anderen Männern gibt? Oder ja, das Problem an der Anonymität im Internet, das ist so diese ich habe jetzt die Macht, was zu äußern, was vielleicht irgendjemanden beleidigen könnte oder treffen könnte oder verletzen könnte. Das mache ich jetzt mal und mich kann ja niemand nachverfolgen. Vielleicht ist es ja gar nicht der Aspekt, dass sie unbedingt was mit denen haben wollen, sondern eher der Aspekt zu verletzen. Und sie wissen, dass sie das können durch diese Art von Kommentare. Mal unabhängig davon, dass es hier um Rap geht und um einen Bereich, wo so eine Art von Ausdruck teilweise auch irgendwie immer noch zum Jargon gehört oder zur Kunstform oder wie man es ausdrücken soll. Hier wird halt dieser Punkt deutlich, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht für voll genommen werden von einigen Männern. Vor allen Dingen in diesem Bereich, wo sie mit Stars zusammenkommen, wo sie mit bekannten Menschen zusammenkommen, wo sie irgendwie an, ich sag mal, exponierter Stelle sind. Und die Zuschauer, die solche Kommentare schreiben, eben nicht. Ja, dass sie sich denken, hey, warum bin ich Mann
nicht in der Lage, an diesem Punkt zu sein oder an dieser Stelle zu sitzen und diese Fragen zu stellen? Warum habe ich keine coole persönliche Beziehung zu Sido, Bushi, was weiß ich, wen auch immer sie jetzt gerade interviewt hat bei 16 Bars? Warum ist es jetzt die und nicht ich? Ist ja noch nicht mal ein Mann. Und das ist, glaube ich, auch ein riesiges Problem. Wir reden ja hier viel über Metal und Metal ist ja hier unser Thema, das uns alle verbindet. Dieses Thema finden wir halt auch weiterhin und immer noch sehr oft auch bei Bands, bei Musikern, bei Sängern, also Sängerinnen. Burning Witches beispielsweise. Wie oft ich mittlerweile jetzt schon im Diskurs über diese Band gelesen habe, hey, die sind nur deswegen jetzt so auf dem aufsteigenden Ast, weil es alles Frauen sind. Wo ich mir denke, nein, verdammte Scheiße, die haben es halt auch einfach wahnsinnig drauf. Die sind unfassbar charismatisch auf der Bühne und die Mucke ist solide. Und mich schockiert das immer, wenn das so von Leuten kommt, denen man es nicht zugetraut habe, vielleicht zugetraut hat, vielleicht auch von vielleicht merkt man das auch selber oftmals so gar nicht, dass man normalerweise vielleicht eigentlich ein ziemlich offenes Weltbild hat, aber an gewissen Punkten dann doch in so eine systematische Misogynie verfällt. Ich habe da viele Gespräche auch führen müssen, was Sprache angeht. Ja, ich bin ja als studierter Germanist, was Sprache angeht, so ein bisschen vorsichtig, was so Beschränkungen und so angeht. Ich finde das so, dass dieses Thema der richtigen Sprache oder der Anpassung der Sprache, das ist ein Thema, da ist, glaube ich, an vielen Stellen schon zu viel Öl ins Feuer gegossen worden. Aber hier merkt man wirklich, dass an vielen Punkten im Alltag etwas versteckt ist, was dann so rauskommt. Und ich habe übrigens an der Stelle, ich habe nie verstanden, warum es Frauenparkplätze gibt. Habe ich nie verstanden. Ich habe das immer irgendwie auch so für eine Art sexual, weiß ich nicht. Also das, ich habe das auch für eine Art Diskriminierung gehalten. Also auf beiden Seiten, weil dumm wie ich war, habe ich gedacht, hey, das hängt damit zusammen, dass Frauen irgendwie bessere Parkplätze brauchen, weil sie, keine Ahnung, also ich habe mir gedacht, hey, das ist auch voll unfair, warum darf ich als Mann da nicht parken? Und ich habe dann tatsächlich erst gelernt, dass es daran liegt, dass die besser einsehbaren, beleuchteten Stellen des Parkhauses sind. Und da ist mir ein ganz kleines bisschen schlecht geworden, weil ich in meiner Realität über sowas überhaupt nicht nachgedacht habe, weil mir das nicht bewusst war, dass es sowas gibt, dass man sowas bedenken muss, verdammte Scheiße. Ich habe echt gedacht, ja, vielleicht einfach, damit die ein bisschen ängstlich sind beim Autofahren, nicht so schwierige Parkplätze oder was weiß ich was, ist ja auch schon wieder strukturell sexistisch. Ja, das ist, aber dass man random an einem Ort, der völlig normal in seinem männlichen Lebensumfeld existiert, dass das eine gefährliche Zone sein könnte. Und das fand ich absolut schockierend. Ne? Mir ist schlecht. Mir ist wirklich schlecht, weil also das Ding ist ja, es ist ja nicht so, dass man sowas noch nie gehört hätte oder dass es nicht immer und immer wieder irgendwie thematisiert wird. Uns ist bewusst, dass das passiert. Sich tatsächlich nochmal in die Situation reinzuversetzen, zu verstehen, was passiert, uns nicht einfach irgendwo in Nachrichten zu hören, das ist, glaube ich, genau das, was es braucht für solche Fälle und was absolut wichtig ist. Und deswegen ist das auch ein toller, absolut toller Beitrag und auch gut, dass er uns so abgefuckt zurücklässt im Endeffekt, weil das zeigt, dass wir hier ein Problem haben, über das wir tatsächlich viel zu selten nachdenken, über das wir viel häufiger wahrnehmen müssen. Und ich habe jetzt
nebenbei immer mal kurz hier drauf geguckt, wenn jemand was von euch geschrieben hat. Hier haben viele geschrieben, dass sie im Alltag mit irgendwelchen Waffen unterwegs sind. Also sei es ein Messer, sei es irgendwie ein Baseballschläger hinter der Tür und so weiter und so fort. Das ist irre. Das ist absolut irre, wenn man bedenkt, wie einfach, sage ich jetzt mal, der Alltag als Mann ist. Also dass man überhaupt nicht drüber nachdenkt, dass einem etwas passieren kann. Dass man weggeht und nicht zurückkommt. Oder eben anders zurückkommt und dass man dem ausgesetzt ist. Das Thema ist auf Festivals auch, also ist jetzt hier ich als Mensch wieder mit YouTube, Metal und Festivals und so weiter und so fort, ich denke natürlich sofort wieder an den Bereich, in dem ich ja so aktiv bin. Und auch auf Festivals ist das natürlich ein Thema. Und ich denke mir dabei immer so, wie hoch ist eigentlich die Dunkelziffer? Wie hoch ist die Dunkelziffer derer, die nichts dazu sagen, denen das vielleicht absolut im Suff passiert, sage ich mal. Ne? Also die vielleicht in einer Gruppe unterwegs waren und ausgenockt worden sind, vielleicht auch mit einem Hintergrund ausgenockt worden sind, sich am nächsten Tag in einem fremden Camp wiederfinden und am besten nichts sagen. Und ja. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was ich da jetzt groß noch dazu sagen soll, weil ich glaube, es ist euch allen ziemlich deutlich rübergekommen und ich bin auch, also ich habe schon erwartet, dass das so einen krassen Impact hat, deswegen habe ich mir auch gedacht, ich halte das mal wirklich jetzt für diesen Livestream hier bereit, dass ich euch das auch direkt zeigen kann. Und Sir Wolf Official gerade, ich hoffe, dass sowas meinen beiden Töchtern nie passieren wird. Verdammte Scheiße. Meine lieben Freunde, entschuldigt, dass ich jetzt dass ich da jetzt so sprachlos bin, jetzt einfach, weil ich tatsächlich, ich für meinen Teil bin einfach in einem Umfeld groß geworden und das muss ich tatsächlich so sagen. Und ich, vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass es im Dorfgemeinschaft war, wo eine gewisse Achtung zwischeneinander irgendwie völlig normal war. Ich habe nicht irgendwie so einen strukturellen Unterschied zwischen Frau und Mann kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch strukturell in Ostdeutschland, das muss ich jetzt einfach so sagen, weil das mit dem Sozialismus irgendwo zusammenhing, dass es in Ostdeutschland, zum Beispiel auch was Equal Payment und so weiter angeht, ist das nicht ganz so krass wie in anderen Teilen Deutschlands, glaube ich. Weil ich habe an keiner Stelle etwas gehabt, was mir so einen Male Supremacy-Gedanken mitgeben konnte. Und deswegen macht mich das einfach so fertig, wenn ich das so mitbekomme. Ich für meinen Teil, ich finde das auch krass, was Alaska jetzt hier gerade schreibt, Alaska 26. Das Schlimme ist, dass es den Frauen von der Gesellschaft eingeredet und suggeriert wird, dass es ihre Schuld ist. Und das ist eben genau dieser Punkt mit der Länge der Röcke beispielsweise oder sowas, ja. Es habe ich auch einen Kommentar gesehen, es ist scheißegal, ob man als Frau völlig nackt durch die Stadt läuft, es hat einfach niemanden zu interessieren in dem Sinne, also niemand hat das Recht, dich anzufassen, dir zu nahe zu kommen, dich irgendwie anzumachen. Und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich beispielsweise, ich flirte noch nicht mal, in dem Sinne, dass ich irgendwie hingehe und sage, hey, Mensch, bist mir aufgefallen, können wir was trinken gehen. Mir persönlich ist selbst das zu übergriffig. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber ich fühle mich an dem Punkt schon unwohl und muss sagen, dass ich das selber auch irgendwie seltsam finde, wenn mir das jetzt so passieren würde. Und das ist ja an sich schon die charmante Art und Weise,
Ich gucke jetzt mal ganz kurz mit in eure Kommentare hier mit rein, weil da viel geschrieben wird, weil auch viel, viel coole Sachen dabei sind. Ja, genau. Bei uns war das auch so, jeder hat sich respektiert, da lebt man wie in einer rosaroten Welt, Reality ist anders. Und genau das finde ich so krass. Ich bin vom Dorf in die Stadt gekommen zum Studium und hier ist ja auch immer noch alles irgendwie Reality fern. Ne? Also wir haben hier in Halle, in der Innenstadt ist alles noch ziemlich safe, ziemlich entspannt und dann musst du schon nach Silberhöhe oder nach Neustadt fahren, dass du da mal ein bisschen Elend mitkriegst oder eben da auch mal irgendwie ein Verbrechen passiert. Und vor allem, wenn du dich so in dieser studentischen Filterblase bewegst, wir haben ja alle keine Probleme als Studenten irgendwie. Ja, wir leben halt gerade irgendwie so den besten Teil unseres Lebens und da passieren keine schlimmen Dinge, gefühlt. Ja, also wieder nur gefühlt. Zumindest als Mann, als Student. Und da vergisst du darüber hinaus halt relativ schnell, dass es eben auch solche Punkte gibt. Ja, und dann ist halt wieder die Sache, das Traurige ist, dass es schon oft als Anmache gilt, wenn man einer Frau die Türe aufmacht. Da habe ich mich auch mal ein bisschen mit auseinandergesetzt, weil ich das Thema eben, wie gesagt, auch sehr wichtig und sehr fundamental finde in unserer Gesellschaft. Das ist sogenannter benevolenter Sexismus. Also wenn man eben dieses typische Gentleman-Tum so an den Tag legt, wo ich halt auch so ein bisschen mich frage, warum das nicht in Ordnung sein soll. Aber klar, man erhebt sich in dem Sinne ja schon irgendwie wieder über die Frau, weil man ja suggeriert, dass sie die Hilfe bräuchte. Und an dem Punkt finde ich es halt schon sind die Fronten halt wirklich verhärtet, weil man halt nicht mehr weiß, wie geht man jetzt miteinander um. Man will ja eigentlich was Gutes tun, aber es soll jetzt strukturell schon wieder sexistisch sein und schwierig. Man will ja nichts, also ich möchte da ja auch nichts Schlimmes suggerieren oder Schlechtes tun. Ich möchte da meinen Respekt ausdrücken und trotz dessen sind wir mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo man einfach gar nicht mehr weiß, wie man da vorgehen soll und es gibt halt nur noch diese Extreme und das finde ich schlimm. Tür aufhalten sollte aber normal sein, egal ob unter Männern oder Frauen. Und das ist halt so dieses Ding, ja. Im Grunde geht es darum, dass wir uns gegenseitig alle respektieren, dass wir gegenseitig uns versuchen, den Alltag oder das Leben so ein bisschen besser zu gestalten oder sicherer zu gestalten oder angenehmer zu gestalten, ja. Und ich bin immer der Meinung, wenn du etwas Gutes tust, dann wird dir Gutes widerfahren. Ich glaube jetzt nicht direkt an Karma oder so ein Blödsinn, aber ich bin der Meinung, dass du die Welt ja um dich herum gestaltest. Und so wie du die Welt für dich gestaltest, in dieser Welt lebst du eben auch. Und das gilt für alles, was du tust. Ich lese hier mal kurz einen Kommentar vor. Ich habe Nutella. Schreibt, meine Eltern bitten mich immer, ihnen Bescheid zu sagen, wenn ich von dem Besuch bei ihnen zu Hause ankomme. Ich traue mich erst zu schreiben, dass ich zu Hause bin, wenn ich die Tür hinter mir schließe und nicht schon, wenn ich sicher aus meinem Auto ausgestiegen bin. Ich habe jetzt im Verlauf der letzten Minuten so viele derartige Kommentare hier in diesem Chatverlauf gelesen und bin wahnsinnig schockiert darüber, wie alltäglich die Angst bei vielen von euch ist und dass ihr das akzeptiert, dass die Angst einfach ein Teil der Existenz ist, ein Teil des Lebens ist und dass ihr eben nicht einfach so rausgehen könnt abends durch irgendeine düstere Gasse und keine Angst haben müsst. Das schockiert mich einfach wahnsinnig. Und wie gesagt, also ich find's wahnsinnig wichtig, dass es dieses Video gibt, dass es auch so viel Verbreitung erhält. Ich werde mal schauen, ob ich das auf YouTube hochlade und wie und was. Und danke auf jeden Fall, dass ihr dran geblieben seid, dass ihr hier mit mir diskutiert. Danke für eure Beiträge diesbezüglich. Und das Ding ist, ich hoffe, dass eben genau dieser Impuls, der jetzt gegeben wird und dass wir eben auch darüber diskutieren können und eben nicht wegsehen, dass das über lange Zeit vielleicht eine Veränderung nach sich zieht. Auch, dass Sachen reported werden, dass es eben kein, wie nennt sich das, Victim Shaming oder sowas, dass eben die Opfer dieser Gewalt sich auch offenbaren können, ohne dass ihnen dann sozusagen vorgeworfen wird, dass sie selber schuld sind. Was ist das für eine abgefuckte Logik?